Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Frühjahr dieses Jahres wurden in Italien die Parteien, die die Völkerwanderung von Afrika nach Europa zugelassen und begünstigt haben, von den Italienern abgewählt. Die neue italienische Regierung macht nun die einzig sinnvolle und demokratisch legitimierte Politik im Interesse des eigenen Volkes, nämlich Abschottung mit allen geeigneten Mitteln. Die naheliegende Reaktion der Migranten und ihrer Schlepper ist die Eröffnung einer neuen Fluchtroute über Spanien, wo die neue sozialistische Regierung offenbar den Schuss noch nicht gehört hat bzw. nicht hören will. Das heißt, es wird dieselbe Politik gemacht wie früher in Italien. Migranten aus der selbstverschuldeten Seenot retten und an die spanische bzw. europäische Küste bringen. Dass diese von den linksgrünen Medien sogenannten Schutzsuchenden in Spanien bleiben wollen, ist eher nicht zu erwarten. Die Bundesregierung rechnet damit, dass viele der nach Spanien kommenden Migranten nach Deutschland weiterziehen wollen und werden. Mit den Worten des Staatssekretärs im Bundesinnenministerium, Helmut Teichmann, klingt das so: Wir befürchten, dass sich viele Migranten auf den Weg nach Frankreich, den Benelux-Ländern und Deutschland machen könnten. In der Mitte dieses befürchteten Weges nach Deutschland liegt unser Saarland. Das heißt, es drohen über kurz oder lang hier Entwicklungen wie im bayerischen Grenzland 2015 und Zustände, die das Vorstellungsvermögen der Saarländer sprengen. Die Sicherheitslage, insbesondere in Saarbrücken, hat sich durch fehlende Grenzsicherung bereits dramatisch verschlechtert. Nicht nur von Ladendiebstahl und Einbrüchen, sondern auch von Überfällen und Messerattacken durch sogenannte junge Männer wird immer öfter berichtet, weshalb insbesondere die Saarbrücker Innenstadt in den Abendstunden von einem wachsenden Teil der deutschen Bevölkerung gemieden wird. Einem bisher ungeklärten Raubüberfall ist auch unser Fraktionskollege Lutz Hecker zum Opfer gefallen, weshalb er auch heute nicht hier sein kann. An einem Saarbrücker Busbahnhof für Fernreisende, in diesem Fall aus Frankreich, sollen vor ein paar Tagen Rauschgiftspürhunde der Polizei fündig geworden sein bei offensichtlichen Afrikanern und so weiter und so fort. Von der zu erwartenden Belastung für unsere Sozialkassen will ich gar nicht erst lange reden. Die sogenannten Schutzsuchenden werden aus den bekannten Gründen, nämlich zum allergrößten Teil, keine Arbeit finden, was sie zwar in vielen Fällen wollen, wozu aber meistens ganz wesentliche Voraussetzungen fehlen. Wenn dann auch noch islamisch oder gar islamistisch geprägte Grundeinstellungen dazukommen, wird es besonders problematisch. Solange in Berlin noch von einer europäischen Lösung schwadroniert wird, bei der übrigens kein Land außer Deutschland nennenswerte Lasten übernehmen will, solange hier Wunschdenken vorherrscht mit dem unglaublich dummen Gerede von der Bekämpfung der Fluchtursachen, also schnell mal Afrika aufräumen und den Nahen Osten gleich mit. Zur Erinnerung, wir Deutschen sind gerade noch 1,1% der Weltbevölkerung. Solange mit einer Politik der offenen Grenzen der deutsche Sozialstaat faktisch zur Disposition gestellt wird, solange bei den hiesigen Vertretern der sogenannten Volksparteien eine Nibelungentreue zu einer politischen Führerin vorherrscht, die evangelikal und kommunistisch geprägt und kinderlos ist und bei einem öffentlichen Auftritt, da können Sie gleich Ohr machen, bei einem öffentlichen Auftritt die schwarz-rot-goldene Fahne der Demokratie in die Ecke geschmissen hat, solange eine solche, das gilt, das sage ich auch Ihnen, Frau Bachmann, solange eine solche Politik gemacht wird, bei der unsere eigenen deutschen Interessen verraten werden, solange hier Parallelgesellschaften vergrößert werden und letztlich ein Bürgerkriegspotenzial aufgebaut wird,
Solange also diese verantwortungslose Politik vom Bund betrieben wird, müssen wir im Saarland versuchen zu retten, was zu retten ist. Dazu bietet sich als Hilfskonstrukt, zu mehr sind wir nicht in der Lage, als Hilfskonstrukt die bayerische Methode an, nämlich möglichst intensive Schleierfahndung in Gebieten bis zu 30 Kilometern hinter der Grenze, womit der größte Teil des Saarlandes abzudecken wäre. Dazu wird, natürlich gilt das auch für Rheinland-Pfalz, wir kümmern uns hier ums Saarland, dazu wird natürlich Fachpersonal benötigt, nicht nur Zöllner, die nach Waren, wie zum Beispiel Rauschgift, Ausschau halten, sondern vor allem Bundespolizisten zur Personalkontrolle, von denen zurzeit zu wenige im Saarland stationiert sind. Da eine sogenannte Fluchtroute nicht nur über Straßburg-Kehl und kleine Grenzübergänge, sondern auch über Paris-Saarbrücken zu erwarten ist, fordern wir eine umgehende Verstärkung der Stationierung von Bundespolizisten im Saarland. Genügend Saarländer in der Bundespolizei, also sozusagen Freiwillige mit Motivation zum Umzug, soll es in der Bundespolizei geben, sodass von daher der entsprechende politische Wille diesbezüglich nicht auf Widerstand stoßen würde. Gleichzeitig drängt sich eine ganz neue Version der Frankreich-Strategie auf, damit nicht bald Züge voller Afrikaner über Paris auf dem Saarbrücker Hauptbahnhof ankommen. Zu diesem Zweck ist mit französischen Stellen Kontakt aufzunehmen und die Problematik im Interparlamentarischen Rat, da kann er sich bewähren, im Interparlamentarischen Rat zu erörtern, mit dem Ziel, Migration in Richtung deutsche Grenze zu verhindern. Hier kann sich und muss sich erweisen, dass deutsch-französische Freundschaft nicht nur etwas für Sonntagsreden ist. Bei erfolgreichen Verhandlungen wäre ein Dominoeffekt zu erwarten, also Kontrolle und Schutz der französisch-spanischen Grenze und entsprechender Druck auf Spanien, seine Küsten ähnlich zu schützen wie Italien, letzten Endes damit Europa. Vor der Herausforderung internationaler Massenmigration in unsere Sozialsysteme bei Untätigkeit der Bundesregierung darf das Saarland nicht untätig wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen bleiben und warten, bis es gefressen wird. Danke für die Aufmerksamkeit.